Manche Begrifflichkeiten haben mittlerweile richtig Karriere gemacht. Und genau um einen solchen geht's jetzt. Ludonarrative Dissonanz. Ein Begriff, den ein kanadischer Game Designer im Jahr 2007 einführte, den haben sich mittlerweile alle möglichen Menschen aus der Branche zu eigen gemacht. Und mittlerweile weiß man gar nicht mehr, worum es eigentlich geht. Genau genommen geht es nämlich darum, Ludo, also alles, was sozusagen das Spielerische, Spielmechaniken, Spielregeln, Spielsysteme und auf der anderen Seite das Erzählerische, also das Narrative. Und wenn die zusammenkommen, dann spricht man von Ludonarrativ. Und Ludonarrativ dissonant ist etwas, wenn es einfach nicht zusammenpasst. Wenn es zum Beispiel um Frieden geht, aber ihr dauernd Leute erschießen müsst, wie unglücklich ist das denn? Das Gegenteil ist übrigens ludonarrative Harmonie.